Birnenkuchen mit Schwipszutaten für ca. 12 Stücke 250 9 Mehl, 2 türkische Lige Backpulver, 125 9 plus 90 9 Zucker, 125 9 weiche Butter, 4 Eier, Klammer auf, M Klammer zu, eine Dose, Klammer auf, 850 Milliliter, Klammer zu, Birnenmehl für die Arbeitsfläche, Feit und Mehl für die Form, 2 Esslöffel Hartweizengrieß, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 250 Milliliter trockener Sekt, Salz, 250 9 Schmand unterstrich Klammer auf, Tmie, L verwendet Iz Schrägstrich T Klammer auf, NJ, T, 3 El. Ilk-Frischhaltefolie 1 für den Teig, Mehl, Backpulver, 125 Gramm Zucker, Butter und 1 Ei, mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 20 Minuten kalt stellen. 2 Birnen abtropfen lassen und 250 Milliliter Saft dabei auffangen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund Klammer auf ca. 32 cm 0 Klammer zu ausrollen. Eine Springform Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu fetten und mit Mehl bestäuben. Teig in die Form legen und am Rand andrücken. Teigboden mit Grieß bestreuen. Birnenhälften mit der Spitze zur Mitte in die Form legen. 3 für den Sektpudding 3 Esslöffel vom abgemessenen Birnensaft und Puddingpulver glatt rühren. Übrigen Saft und Sekt aufkochen. Angerührtes Puddingpulver einrühren und ca. 1 Minute unterrühren köcheln. Freuen Sie sich im nächsten Heft auf süßes Apfelbrot, den Pudding noch heiß über den Birnen verteilen. Im vorgeheizten Backofen CE Herd 200/ Umluft 180/ Gas S Hersteller Klammer zu zunächst ca. 30 Minuten backen. 4 für den Guss 3 Eier trennen. Eiweiß und eine Prise Salz steif schlagen. Eigelb und 90 Gramm Zucker schaumig schlagen, Schmand unterrühren. Zum Schluss Eischnee unter die Schmandmasse heben. Esskuchen aus dem Ofen nehmen und Guss darüber verteilen. Bei gleicher Temperatur ca. 20 Minuten weiterbacken. Vollständig in der Form auskühlen lassen. Zubereitungszeit.